So ist es gerade kurz vor 6 und wir steigen gerade bergauf in Richtung Monte Bistrone. Ja, mal schauen, wie es da oben ausschaut. Die Sonne wird wahrscheinlich schon aufgegangen sein. Aber egal, das wird heute einfach eine gemütliche Tour, etwa 200 Höhenmeter. Und dann schauen wir mal, wie es dann oben ausschaut. Vom Abzweig an der Straße in Tremosine, unweit entfernt vom Tennisplatz, starten wir unsere Tour auf dem Monte Bistrone. Vorbei an einigen Ferienhäusern geht es hinein in den Wald und zunehmend steiler bergauf. Aus dem Wald heraus erreichen wir dann den Bergrücken, von wo der Gipfel des Monte Bistrone schon deutlich zu sehen ist. Oben angekommen, genießen wir dann den tollen Ausblick auf den Gardasee bei der gerade aufgehenden Sonne. So, inzwischen sind wir oben am Gipfel angekommen, vom Monte Bistrone. Hinter mir sieht man auch das Gipfelkreuz und die Glocke. Ja, etwa eine gute halbe Stunde haben wir jetzt echt hochgebraucht. Es geht relativ schnell vom Tremosine hier hochzulaufen. Und es ist wirklich ein traumhafter Ausblick von hier oben auf den Gardasee. Also der kurze Aufstieg lohnt sich hier auf jeden Fall. Ja, und jetzt geht's für uns wieder bergab. Da werden wir jetzt ein paar Semmeln holen, gleich frühstücken. Und dann geht's weiter zum Cimacapi Cimarocca Klettersteig. Eine Weile genießen wir noch den Ausblick auf den Gardasee und dem gegenüberliegenden Bergmassiv des Monte Baldos. Dann folgen wir den Bergrücken auf gleichem Weg retour zurück nach Tremosina zum Frühstück in unserer Unterkunft.